Hallo Welt, da sind wir wieder. Und ich habe gehört, es gibt hier irgendwo einen ungewöhnlichen Vogel. Den Vogel will ich sehen. Oh, ich liebe Ornithologie. Ganz schön weit weg. Ja, es ist ein großer Vogel. Hey, das ist doch heiß. Hey, was soll denn das? Oh Gott. Wasser, das kühlt. Wir sind tot. Ja, wir sind tot. Also nochmal. Der große Vogel hat uns gepickt. So viel zum Thema Drachenblut. Nimm das. Na, schnapp ihn dir. Lass dir nichts gefallen. Alles in Ordnung. Hab den Vogel gebändigt. Ich habe ihm eben die Flügel gestutzt. Oh, niedlich. Eine Vogelseele. Alles gut? Ist irgendwo jemand verletzt? Das ist wie in den uralten Legenden. Drachenblut. Geht's allen gut? Ist er denn wirklich tot? Naja, ist scheinbar auch nichts mehr übrig von ihm. Ist auch nichts mehr drin, wie ihr seht. Das ist wie in den uralten Legenden. Drachenblut. Och, jetzt ist mir das aber etwas unangenehm. Was wollte der denn hier drüben bloß machen? Ja, liebe Welt da draußen, wenn jetzt hier drüben jemand gestorben ist, dann bin ich aber nicht so glücklich damit. Nicht vielleicht mein Schwert verzaubern? Mit der stumpfen alten Klinge kann man nicht mal mehr Butter schneiden. Ja, die sind ja ganz schön brennend hier rumgerannt. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Der ist hier runtergegangen und hat hier irgendwo was verbrannt. Oh, hier sind Kürbisse. Ja, ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe keine Nachricht gesehen, dass irgendjemand gestorben wäre. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da Nachrichten bekommen, wenn der Vogel da irgendwen anders wegpickt. Der hat vielleicht den Hirsch gejagt hier. Wer war denn das? Jäger. Oh. Ja, hallo, Jäger. Gut seht ihr aus. Das Goldband der Auszeichnung. Das Goldband der Auszeichnung von Ampyrian Brum. In diesem Morgen, zu Beginn des Frühlings, drang bleiches Sonnenlicht schwach durch den Morgennebel, der die Bäume umhüllte, als Templer und
dröhnen, Kpol, sich auf den Weg zur Lichtung begaben. Seit Jahren war keiner von ihnen in Hochfels gewesen, von ihren Lieblingswäldern ganz zu schweigen. Die Bäume hatten sich, falls überhaupt, nur wenig verändert. Strünkpol trug nun einen schmucken, blonden Schnurrbart, den er mit Wachs in Form gebracht hatte, und Templer erschien dem jungen Mann, der in der uralten Hain nach Abenteuern suchte, wie ein Fremder. Er machte jetzt einen so ernsten Eindruck, als wäre er nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich vernarbt. Beide trugen ihre Bögen und Köcher mit besonderer Vorsicht, als sie sich durch das dichte Gestrüpp vorankämpften. »Das ist der Pfad, der zu eurem Haus führte, nicht wahr, alter Junge?« fragte Strünkpol. Templer warf einen kurzen Blick auf das Dickicht und nickte, bevor er weiterging. »Ach, hätte ich mir gedacht«, sagte Strünkpol und lachte. »Ich erinnere mich, weil ihr hier jedes Mal entlang gerannt seid, wenn ihr euch eine blutige Nase geholt hattet. Ich weiß, dass ich euch nicht kränken kann, aber ich muss sagen, es ist schwer zu glauben, dass aus euch ein Soldat geworden ist.« »Wie geht es eurer Familie?«, fragte Templer. »Wie immer. Es ist alles noch bomböser geworden, falls das möglich ist. Sie hätten es ganz offensichtlich lieber, wenn ich von der Akademie zurückkäme, aber hier gibt es für mich nichts zu holen. Zumindest nicht, bevor ich mein Erbe angetreten habe. Habt ihr gesehen, dass ich das Goldband der Auszeichnung im Bogenschießen bekommen habe?« »Wie hätte mir das entgehen können?«, fragte Templer. »Ach ja, ich hatte fast vergessen, dass meine Familie es in der großen Halle aufgehängt hat. Sehr auffällig. Ich nehme an, man kann es sogar durch das große Zierfenster sehen. Albern, aber ich hoffe, die Bauern sind beeindruckt.« Die Lichtung öffnete sich vor ihnen. Der Nebel hatte sich auf das Gras gesenkt und bedeckte es mit einem undurchsichtigen kalten Dunst. Zielscheiben aus Sackleinen waren einige Meter auseinander in einem Halbkreis aufgebaut und wirkten wie stumme Wachen. »Ihr habt trainiert«, stellte Templer fest. »Nun, ein wenig. Ich bin erst seit einigen Tagen wieder in der Stadt«, sagte Strünkpol mit einem Lächeln. »Meine Eltern sagen, ihr seid vor einer Woche angekommen.« »Das ist richtig. Meine Einheit lagert einige Meilen östlich und ich dachte, ich statte den alten Jagdgründen mal einen Besuch ab. Es hat sich viel geändert. Ich habe kaum etwas wiedererkannt.« Templer schaute nach unten auf das Tal hinunter, auf die große leere Ackerfläche, die sich über die viele Meilen erstreckte. »Sieht aus wie eine gute Pflanzung.« »Meine Familie hat sich ziemlich ausgebreitet, seit eure fortgegangen ist. Man hat, glaube ich, kurz darüber diskutiert, euer altes Haus zu erhalten, aber es schien dann doch als ein wenig sentimental, vor allem, da sich solch fruchtbarer Boden darunter befand.« Strünkpol bespannte seinen Bogen mit großer Sorgfalt. Er war ein wunderschönes Kunstwerk aus dunkelstem Ebenholz mit silbernen Filigranarbeiten, für ihn in Wegesruh handgefertigt. Er schaute zu, wie Templer seinen Bogen spannte, und fühlte einen Stich des Mitleids.
Es war ein trauriges, verwittertes Gerät mit Stoffstreifen zusammengebunden. Ach, wenn man euch so beigebracht hat, euren Bogen zu bespannen, dann braucht ihr wohl etwas Nachhilfe von den Ausbildern in der Militärakademie, sagte Strongpole so freundlich wie möglich. Die nicht gespannte Schlaufe muss wie ein X in einem O aussehen. Eure sieht aus wie ein Z in einem Y. Ach, für mich reicht es, sagte Templer. Ich sollte euch besser sagen, dass ich hierfür nicht den ganzen Nachmittag Zeit habe. Ich muss heute Abend wieder bei meiner Einheit sein. Strongpole wurde langsam ärgerlich auf seinen alten Freund. Wenn er wütend war, weil seine Familie ihr Land verloren hatte, warum konnte er es dann nicht einfach sagen? Warum war er überhaupt zurück ins Tal gekommen? Er sah zu, wie Templer seinen ersten Pfeil anlegte und die Zielscheibe anvisierte und hustete. Tut mir leid, aber ich kann euch nicht guten Gewissens ohne ein paar neue Weisheiten zu eurer Armee zurückschicken. Es gibt drei Arten des Spannens. Drei Finger. Daumen und Zeigefinger. Und Daumen und Zweifinger. Dann gibt es das Spannen mit dem Daumen, welches ich vorziehe. Aber ihr werdet sehen. Strongpole zeigte Templar die kleine Lederschleife, die an der Sehne des seines Bogens befestigt war. Ihr braucht eins von diesen Dingern, oder ihr reißt euch den Daumen ab. Ich glaube, ich mag meine dumme Methode am liebsten. Ach, seid nicht so stur, Templar. Man hat mir das goldene Band der Auszeichnung nicht umsonst verliehen. Ich habe das Schießen von hinter einem Schild stehend, sitzend, hockend, kniend und vom Pferd aus vorgeführt. Das ist eine nützliche Information, die ich euch im Namen unserer Freundschaft gebe, die zumindest ich nicht vollkommen vergessen habe. Bei Kühnerett, ich erinnere mich noch daran, wie ihr als kleiner Knirps um diese Art von ehrlicher Hilfe gebettelt habt. Templer schaute Strongpole einen Moment lang an und senkte seinen Bogen. Zeigt es mir. Strongpole beruhigte sich und schüttelte die Spannung ab, die sich in ihm aufgebaut hatte. Er begann mit seiner Lektion und zog die Sehne bis zu seiner Augenbraue, seinem Schnurrbart, seiner Brust und seinem Ohrläppchen. Es gibt drei Schießmethoden: Spannen und Loslassen in der fortlaufenden Bewegung, wie es die Bosmer tun. Halten mit kurzem Spannen und einer Pause vor dem Loslassen, wie bei den Khajiit. Und teilweises Spannen, Pause, endgültiges Spannen. Strongpole schoss den Pfeil mit kühler Präzision in die Mitte der Zielscheibe. Und loslassen, wie ich es vorziehe. Na, sehr schön, sagte Templer. Jetzt ihr, sagte Strongpole. Er half Templer, einen Griff zu wählen, den Pfeil korrekt aufzulegen und zu zählen. Ein Lächeln breitete sich auf Templers Gesicht aus. Es war das erste Mal an diesem Abend, dass Strongpole einen solch kindlichen Ausdruck auf dem vom Kriege gezeichneten Antlitz gesehen hatte. Als Templer den Pfeil abschoss, flog dieser hoch nach rechts über das Ziel hinweg und in das Tal darunter, wo er außer Sichtweite geriet. »Nicht schlecht«, sagte Templer. »Nein, nicht schlecht«, sagte Strongpole wieder freundschaftlich gestimmt.
Wenn ihr übt, solltet ihr in der Lage sein, das Ziel noch etwas besser ins Auge zu fassen. Die beiden machten noch einige Übungsschüsse, bevor sie sich trennten. Templer begann den langen Weg nach Osten zum Lager seiner Einheit und Strüngpol ging zurück durch die Wälder ins Tal und zum Anwesen seiner Familie. Er summte eine kleine Melodie, die er auf der Akademie gelernt hatte, als er den ausgedehnten Rasen passierte und zur Vordertür hochging, zufrieden mit sich selbst, da er seinem alten Freund geholfen hatte. Dabei entging es vollkommen seiner Aufmerksamkeit, dass das große Zierfenster zerbrochen war. Es fiel ihm jedoch sofort auf, als er die große Halle betrat und Templers daneben gegangenen Pfeil in seinem Goldband der Auszeichnung stecken sah. Oh, solche Geschichten lesen also die Jäger. Ja, aber ich glaube, hier wurde niemand verletzt. Von einem großen Vogel wurden wir nur einmal gepickt. Oh, so viel Kanniswurzel. Wie schön. Ja, wir müssen so langsam wieder unsere Vorräte füllen. Ein Bär? Ach, es gibt keine Bären. Nun, also ich hoffe, dass sie alle überlebt haben. Tanzt du? Musst du auf die Toilette? Ja, nicht hier vor den Wachen. Ja, oder mach ruhig. Ich glaube, die kennen es. Trugbilder heraufbeschwören? Das finde ich beeindruckend. Ja, ich bin auch begeistert. Oh, so viele Pflanzen. Sprecht mit einem der anderen, wenn ihr etwas kaufen wollt. Wenn ich was kaufen möchte, spreche ich mit den anderen. Jawohl, ja. Ich habe eine Blume übersehen. Oh nein. So, ich hoffe, alles ging gut. Will er nicht? Geht nichts. Nichts geht. Hallo. Wir müssen erst mit dem Fahrer vorne verhandeln, wahrscheinlich. Ja, der hier in Rifton ist etwas... Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Etwas anders. Ja gut, dann möchte ich gerne die Kutsche mieten. Wohin soll's gehen? Nach Einsamkeit. Och, so günstig. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Na prima. Ihr solltet euch lieber beeilen. Warum? Da meinst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt. Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Ja. Wir sind ausgekühlt, hungrig und erschöpft. Gegen den Hunger können wir doch was unternehmen. Essen. Gebratenes Ziegenbein. Oh, oh, immer noch leicht hungrig. Ja, das kenne ich. Da muss man was essen. Gegrillter Lauch. Der Magen ist gefüllt. Wir fühlen uns schon besser. Jetzt sind wir satt. Und als Nachtisch gibt's eine Kaninchenkeule. Ich
habe kein Problem mit Zerstörungsmagie. Aber lass die Häuser hier bitte stehen. Ich lass alles stehen. Wird gemacht. So, damit sind wir hier angekommen. Nun. Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen und arbeiten muss ich auch nicht mehr. Ja, aber trinken kannst du noch, habe ich gehört. So, hier können wir uns etwas aufwärmen. Gegessen haben wir, dann fehlt nur noch was gegen die Müdigkeit. Ich bedanke mich jedenfalls für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, in dieser Folge haben wir einen großen Vogel zu Sturz gebracht, vom Hallo, Himmel geholt. Ich bin Gisli, aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Alle ja. Machen das. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.